Kaum einer war ein derartiges Symbol und Symptom des massiven Bullenmarktes, ausgelöst durch die Liquiditätsparty der Notenbanken, speziell in den USA durch die Fed. Da ist vor allem die Aktie von Tesla, aber auch andere Werte, die viel Hoffnung und wenig Realität haben, massiv gestiegen. Und jetzt erleben wir einen monetären Klimawandel, also eine komplette Kehrtwende, vor allem der US-Notenbank Fed. Und jetzt darf man dreimal raten, was am stärksten fällt. Eben das, was vorher am stärksten gestiegen ist, etwa die Aktie von Tesla, etwa der ARK Innovation von meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood. Und so geht jetzt eine Illusion kaputt, die kaputt gehen musste eigentlich, weil diese Fahnenstangencharts auf Dauer nicht funktionieren können. Die fallen immer in sich zusammen und genau das erleben wir jetzt. Und wir schauen uns mal das Drama an mit der Frage, sind wir nahe an einem Boden? War es das jetzt? Ist diese scharfe Korrektur vorbei oder sind wir da erst noch am Anfang? Schauen wir uns die Dinge mal an. Ja, es ist jetzt offiziell S&P 500 20% vom Hoch. Build Beers Bigger. Eine kleine Anspielung auf Build Back Better Programm von Joe Biden. Der S&P 500 hat die Maginot-Linie überschritten. Diejenigen, die sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt haben, wissen vielleicht, was damit gemeint ist. Bei 3.855 Punkten beim S&P 500. Jetzt handeln wir auf dem tiefsten Stand seit März 2021. Ja, was ist da los? Schauen wir uns mal an, was seit Jahresbeginn, seit dieser monetäre Klimawandel von den Märkten ein bisschen verstanden wurde. Der hat angefangen mit der Neunominierung von Jerome Powell durch Joe Biden im November. Wir sehen jedenfalls Gold positiv, Silber noch positiv, Staatsanleihen schon weniger positiv, Bundesanleihen noch weniger, dann alles auf Euro-Basis, dann DAX nur minus 12%. Amerikanische Aktien auf Euro-Basis dagegen schwächer, minus 12,9% und China und Bitcoin noch schlechter. Bitcoin, da war doch mal was, die sind doch auch irgendwie, oder diese Krypto-Geschichte ist doch auch besonders stark gestiegen, als die Fed die Liquidität in die Märkte gepumpt hatte, als gäbe es kein Morgen mehr, als die US-Regierung Helikopterschecks ausgegeben hat. Und jetzt trifft es jenen besonders hart, der vorher to the moon gestiegen ist, könnte man sagen, nämlich Elon Musk. Vielleicht hat es ja damit zu tun, dass er sich von den Demokraten abgewendet hat, den US-Demokraten, hat gesagt, früher habe ich Demokraten gewählt, aber jetzt mache ich das nicht mehr, denn die würden Spaltung und Hass verbreiten. Ich wähle jetzt die Republikaner und die machen eine, nämlich die Demokraten machen eine schmutzige Kampagne gegen mich. Nun ja, man muss ja eins wissen, es waren vor allem die Demokraten, die den Aufstieg von Elon Musk ermöglicht haben, wodurch etwa der Staat Kalifornien, der über Emissionszertifikate vor allem solche Elektrohersteller wie Tesla begünstigt hat. Es mussten also alle anderen Autokonzerne, die eben weniger Elektromobilität bauen, mussten dann bezahlen faktisch an Tesla und einige wenige andere. Also maßgeblich hat er seinen Aufstieg diesen Herrschaften zu verdanken, aber heute hatte er kein Glück und dann kam irgendwie auch noch Pech dazu mit minus 10% die Aktie. Und schauen wir uns hier mal an, woher kommt eigentlich Tesla, nämlich die Tesla-Aktie, die war im April oder Ende März 2020 bei $100, ist dann auf 1200 um und bei 40 gestiegen, hat sich also gut verzwölffacht und jetzt sehen wir, dass sie sich fast wieder halbiert hat seit ihrem Hoch. Also man muss das alles natürlich in Relation sehen, wo kommt man her? Und um einfach zu beurteilen, wie dieser massive Anstieg wohl möglich war, unter anderem, wie jetzt gemeldet wurde, durch Twitter-Bots, die ein bisschen Propaganda gemacht haben, dann durch Optionen, da wurde fleißig ein bisschen am Kurs gedreht, dann mussten die Market Maker darauf reagieren, haben dann sozusagen die Aktie als Absicherung kaufen müssen, weil ihre Kunden, gegen die sie ja faktisch wetten, Calls hatten, also auf steigende Tesla-Aktienkurse spekuliert hatten. Aber what comes up, comes down. Und wenn jetzt im Grunde die Geldpolitik der Fed sich komplett dreht, dann kann sich eben auch solch ein Kurs drehen. Und jetzt, wie gesagt, erst kein Glück, dann noch Pech. Jetzt heute die Meldung, die ich amüsant finde. Cathy Wood war ja immer eine ganz, ganz große Verfechterin von Tesla. Ist sie vielleicht immer noch, aber nicht mehr ganz so viel. Jetzt ist nämlich Tesla nicht mehr der am stärksten vertretene Wert in ihrem ARK Innovation, das ist jetzt Roku. Tesla also von Platz 1 auf Platz 2
abgestiegen. Das erste Mal seit 4,5 Jahren, dass Tesla nicht mehr an der Spitze steht. Und wenn wir schon von Cathie Wood sprechen, dann schauen wir uns ihren ARK Innovation, der ja auch einer der ganz großen Profiteure dieser Notenbankenliquidität war, mal an. Da sehen wir, wir hatten auf dem Hoch das Median Price to Sales Ratio beim ARK Innovation über 25. Im März 2020 auf dem Tief waren wir bei 8,3. Im Februar 2021 waren wir bei 36,1 und jetzt sind wir bei 6,3. Da hat sich also was getan. Warum? Weil meine zweitbeste Freundin gerne eben unprofitable Hoffnungswerte im Depot hat, die ganz großartige Zukunft, aber leider relativ wenig Gegenwart haben. Und derzeit interessieren sich die Märkte wieder ein bisschen für die Gegenwart und weniger für die Zukunft, weil die ist relativ ungewiss, während man bei der Gegenwart durchaus valide Aussagen treffen kann über eben diese Gegenwart. Und die schaut dann meistens nicht so gut aus. Nicht so gut schaut es auch aus jetzt für den S&P 500. Wir werden jetzt die 7. Woche in Folge wohl negativ schließen, also mit Kursverlusten. Wenn nicht, müsste der S&P 500 über 4.023,89 Punkte steigen. Das könnte schwierig werden. Da müsste schon eine sehr, sehr saftige Rallye heute noch erfolgen. Das Ganze, dass es nämlich mindestens 7 Wochen in Folge negativ war, das hat es dreimal in den letzten Jahrzehnten gegeben. Einmal 1970, einmal 1980 und 2001 Dotcom Crash. Also das ist durchaus ein sportlicher Wert, der hier erreicht ist. Wenn wir also jetzt erwartungsgemäß es wohl nicht mehr schaffen, die ganze Handelswoche beim S&P positiv abzuschließen, dann ist das schon eine historische Auffälligkeit, kann man sagen. Der Rekord, der absolute Rekord, der war im Bereich 1970, Mai 1970, 8 Wochen in Folge. Jetzt noch eine interessante Beobachtung. Wir haben jetzt ja am Mittwoch einen 4% Fall beim S&P 500 gesehen. Den Nasdaq hat es noch stärker erwischt. Normalerweise am nächsten Tag gibt es dann eine Erholungsrallye. Diesmal nicht. Und am Donnerstag waren die Kurse leicht negativ. Heute geht es noch weiter runter. Normalerweise nach solchen 4% Abverkäufen sehen wir eigentlich immer diese Erholung, außer in der Finanzkrise, außer 2011, außer im Corona-Crash und eben jetzt am gestrigen Donnerstag. Wednesday ist falsch, es muss Thursday heißen hier in diesem Tweet. Und wenn wir uns jetzt mal die 100 letzten Handelstage anschauen, dann waren nur 43 positiv. Diese Strecke gab es nicht mehr seit dem Hochpunkt der Finanzkrise, Oktober 2008, also schon Extremwerte, und dieser monetäre Klimawandel, der knallt richtig rein, der erwischt viele Leute auf dem falschen Fuß, die eben diese Mentalität Stocks only go up haben und die lange nicht kapieren wollten, dass eben jetzt der Wind sich gedreht hat. Klar, man versucht immer die Vergangenheit in die Zukunft fortzuschreiben. Man hat gesagt, ey, Aktien steigen immer, ist doch super, da bleibe ich drin. Und jetzt stellt man fest, naja, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ist das jetzt schon ein Kaufniveau, könnte man fragen. Bank of America sagt, ja, also da kann was dran sein. Wir sehen hier nach unseren Indikatoren eine extrem bärische Stimmung. Das sei ein Contrarian Buy Territory, so sagt das die Bank of America, und bezieht sich vor allem darauf, dass sehr, sehr viel Geld aus den Märkten abgezogen wurde, aus ETFs abgezogen wurde. Wenn wir uns mal die Stimmung, so die Stimmung, das Sentiment anschauen an den Märkten, sehen wir oben hier die Umfrage unter den US-Privatinvestoren, 26% Bullen, 50% Bären, der Rest unentschlossen, also nach wie vor sehr hohe Bärenwerte, könnte man sagen. 4 Greed Index bei 14 ist schon Furcht, aber noch keine Extremfurcht, also das ist noch nicht völlig am Extrem. Und es gibt andere Sentiment-Indizes, wie etwa von Jerome Blockland, der Fear and Frenzy Index, und der sagt, wir sind weit, weit entfernt von Indikatoren, die auf einen kompletten Washout oder komplette Panik deuten. Also zumindest hier keine Sicherheit, ob hier noch etwas nach unten gehen kann. Aber nach unten dürfte eines zeigen, nämlich die Konjunktur, die Wirtschaft. Wir haben jetzt gestern ja den Fed Index gesehen, ganz, ganz schwach. Deutet hier darauf hin, dass auch die Gewinnerwartungen der Unternehmen deutlich nach unten gehen. Normal gibt es da einen Gleichlauf, der Fed als Frühindikator dafür. 60%
der CEOs erwarten jetzt, dass die Bedingungen sich verschlechtern werden. Und die meisten CEOs, also mehr als 50%, erwarten auch eine Rezession. Also CEOs, die Firmenlenker. Und woran liegt das? Das sehen wir hier oben in diesem Chart. Die Wachstumserwartungen, die sind von Tag zu Tag in diesem Jahr 2022 weiter nach unten geschraubt worden und die Inflationserwartungen von Tag zu Tag weiter nach oben geschraubt worden. Und das Ganze nennt man dann Stagflation, Shrinkflation, Schrumpflation, wie auch immer, jedenfalls nicht gut für die Wirtschaft und dementsprechend auch nicht gut für die Aktienmärkte. Also wir sehen, da ist durchaus Rezessionsfurcht. Und wenn wir uns jetzt diesen Markt mal anschauen, dann sehen wir, es gab nicht so wahnsinnig viele Gelegenheiten, dass wir echte Bärenmärkte gesehen haben, ohne dass es eine Rezession gab, 6-mal in der Geschichte, unter anderem 1987 dieser Crash. Also das ist durchaus etwas auffällig, was durchaus historisch auffällig, was wir hier erleben. Aber vielleicht kommt ja jetzt schon sehr, sehr bald und viel schneller, als die Märkte vielleicht eingepreist haben, eine Rezession, beziehungsweise die Märkte beginnen das jetzt einzupreisen. Manche sind da durchaus skeptisch, dass da schon alles eingepreist ist, so etwa Bank of America Hartnett, der bisher ziemlich richtig lag mit seinen Prognosen. Der sagt, 3600 Punkte im S&P 500 ist der neue Bull Case. Und wir stehen dann doch noch einiges drüber, denn manche sagen, so sagt er, im 21. Jahrhundert sei also so ein Kursgewinnverhältnis von 19 ganz okay, aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir in einer Stagflation sind, dann müsste eigentlich 14 ein angemessener Wert sein. Und ja, klar, es könne jederzeit eine Bärenmarkt-Rally geben, aber übergeordnet sei da durchaus noch mehr im Busch. Und ja, wir sind komplett überverkauft, das kann man nicht anders sagen. Wir sind an wichtige Fibonacci-Retracements, 38,2er im S&P 500 gelaufen. Wir haben eine untere Trendkanalbegrenzung erreicht. Also da könnte schon was nach oben kommen, könnte eine Bärenmarkt-Rally kommen, aber es kann auch noch der finale oder vielleicht nicht finale Kapitulationsmove kommen. Auch das ist möglich. Und wenn wir uns jetzt mal den Anleihemarkt anschauen, dann sehen wir ja, dass die Renditen für US-Staatsanleihen ja gestiegen sind. Die 10-jährige US-Staatsanleihe auf 3,2%. Aber was passiert, wenn die Märkte ihre Wachstumszuversicht verlieren, wenn sie damit rechnen, dass eine Rezession kommt, aber die Inflation hoch bleibt, dann wird eine Flucht in die Sicherheit angetreten und diese Sicherheit sind eben solche US-Staatsanleihen. Dementsprechend könnte es sein, hier sehen wir die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe, dass wir bald fallende Renditen sehen, halte ich auch charttechnisch für sehr, sehr gut begründet. Wer uns ausbailen könnte, wie vielleicht schon damals in der Finanzkrise, das ist China. Damals hat ja China massiv mehr oder weniger sinnvolle Infrastrukturprojekte angeschoben und so die Nachfrage wieder nach oben gezogen. Dadurch konnte Deutschland exportieren. Die Chinesen haben gekauft und gebaut, dadurch sind Rohstoffe wieder nach oben gekommen und. Und jetzt wollen die Chinesen in diesem Jahr 5,3 Billionen in ihre Wirtschaft stecken, nämlich Dollar. Das ist fast ein Drittel des gesamten BIPs, das muss man sich mal vorstellen. Im Jahr 2020 war es noch mehr. Die Verschuldung in China, gerade im Unternehmenssektor, bei staatlichen Unternehmen, schießt weiter durch die Decke. Und jetzt wird natürlich im Gefolge des monetären Klimawandels und diesen Rezessionssorgen auch die EZB nervös. Die kann nicht einfach jetzt weiter zuwarten, während die Fed offenkundig ernst macht. Und jetzt hat sogar jemand gesagt, wie Ignazio Visco, der Italiener, ja, also wir müssen jetzt raus aus diesen Negativrates, aus diesen Negativzinsen. Wir müssen jetzt anfangen, die Zinsen anzuheben. Das wäre im Juli durchaus möglich. Und es könnte sein, dass wir eine Rezession erleben. Je nachdem, was passiert, könnte die auch schlimmer werden. Das erste Mal, dass die EZB oder ein Sprecher der EZB von einer Rezession spricht, auch sehr auffällig. Und auch andere Sprecher wie Nagel, wie Müller haben sich hier geäußert. Kein Wunder, wir haben heute Morgen ja die Erzeugerpreise gesehen von über 33% in Deutschland. Höchster Wert, der seit 1949, seit Erfassung der Daten ermittelt wurde. Da muss was passieren. Und es gibt ja meistens die Regel von Notenbankern, kritisiere nicht wirklich, was deine eigene Notenbank gemacht hat, es sei denn, du bist out of business, du bist sozusagen in Pension. Marvin King, der ehemalige Chef der Bank of England, tut das, der übrigens ein gutes Buch geschrieben hat, Die Alchemie des Geldes, der jetzt sagt, ja, diese Inflation, das ist eine Folge des zu vielen Gelddrucken, das Printing too much money
in the pandemic, also jemand, der es mal durchaus auf den Punkt bringt. Den nicht auf den Punkt bringt, ist mein 3,5 bester Freund Marcello Fraccherino, der gesagt hat, Lebensmittel sind zu billig. Da ist ja schon ein bisschen was dran. Fleisch ist in Deutschland zu billig. Das führt dazu, dass diese Massentierhaltung eben auch wirklich Tierquälerei ist. Dadurch kann man dann eben so günstig Fleisch in Supermärkten anbieten etc. etc. Aber diese Aussagen von Marcello Fraccherino sind natürlich in einem Kontext, wo viele Leute sich kaum mehr die Preise erlauben können, die im Supermarkt inzwischen aufgerufen werden oder in allen Bereichen des Lebens. Und jetzt verlangt er natürlich wieder Umverteilung. Dottore Daniel Stelter sagt, ja, Fratscher bleibt sich treu, Belastung erhöhen, um später die Ungleichheit zu beklagen. Unvergessen seine Einlagen zur Inflation, wirklich unvergessen, Panikmacher etc. Fratscher ist da ja nicht wählerisch in seinen Formulierungen. Zwei Artikel will ich Ihnen anempfehlen, jetzt zum Wochenende, meine Damen und Herren. Warum globale Rekordverschuldung und höhere Zinsen so gefährlich sind. Hannes Zipfel mit wieder einmal einem brillanten Artikel, unbedingt lesen. Genauso wie den Artikel von Wolfgang Müller, S&P 500 und Nasdaq. Die große Enthebelung hat begonnen. Warum sozusagen die Märkte so scheppern, werden Sie in diesem Artikel erfahren. Also diese beiden Artikel unter dem Video. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am Montag in alter Frische. Servus, ciao.